Hi Leute, Millionen von Menschen gehen falsch aufs Klo. Warum? So, normaler Mensch setzt sich normal aufs Klo, so. Und wenn man sich mal anschaut, wie der Darm aufgebaut ist einfach, dann wird der Darm, wenn man so in einem 90-Grad-Winkel mit den Beinen sitzt, einfach immer abgedrückt. Also, wenn man normal aufs Klo gehen sollte, dann sollte man in der Hocke aufs Klo gehen. Man soll sich aufs Klo hocken. Nicht auf den Arsch hocken, sondern aufs Klo hocken. Wirklich in die Hocke gehen. Also, ja, zack. Und aufs Klo hocken, so. Und so hockt man dann auf dem Klo. Und wenn man mal schaut, das Hocken ist in asiatischen Kulturen zum Beispiel, ist es noch viel gängiger. Es ist einfach eine viel natürlichere Körperposition. Der Darm wird dabei nicht abgedrückt. Und Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass man sich schneller entleert dabei, wenn man hockt. Und ja, das ist mal die erste Sache, um seinen Körper, um seine Verdauung, Ernährung mal wieder in die richtige Richtung zu bringen, sich aufs Klo zu hocken und nicht zu setzen. Und ich wollte auch nochmal ein Video allgemein über Körperhaltung machen. Und zwar, wie viele Körperhaltungen einfach nicht mehr natürlich sind und den Körper belasten, dass viele sitzen, vor allem auch, ob sie auf dem Klo sitzen sei oder auch auf einem normalen Stuhl zu sitzen, so lange. Und ja, darüber gibt es dann im nächsten Video. Und also, wenn ihr das nächste Mal aufs Klo geht, denkt dran, hockt euch und nicht setzen. Ciao.